Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Hoffentlich klappt das so. So, dann gucken wir mal, was das Baumvolk so sagt. Ha! Ich dachte, der ist abgetaucht. So. Dann bin ich mal gespannt. Richtiger Weg? Richtiger Weg. Machen wir mal Double Check. Sehr verwirrt. Gruselig. Hoffentlich fällt uns hier nichts an. Ja, das hoffe ich auch. Ich muss sagen, so ein richtiger Bosskampf liegt ja schon ein Weilchen zurück. Also heute war noch... Ah, Pilze gehen weg. Okay. Also richtiger Bosskampf war ja noch nicht am Start. Oh nein, oh, oh, oh. Oh. Das ist ja mal ordentlicher Schaden. Da war mal ein ordentlicher Schaden, ja, aber auf jeden Fall. Vor allem, weil er auch die hintere Reihe angreift. Francesca hält nicht so viel aus. $1500 Cash für die Tash. Schuppenrüstung, ja, gucken wir mal. Können wir machen. Trägt schon die Plattenrüstung. Sonnensteinring. HP 30. Erhöht Rüstung leicht. Mhm. Okay. So ein paar Heilsachen wären jetzt schön. Drei Runensplitter Feuer 1 erhalten. Let's do this. Komm, Mama, mal hier ein bisschen. Wieder 30 Schaden gefressen. Ja.
Okay, so geht's auch. Gott, der ist zuerst dran. Nicht schnell genug, die Truppe. Warum drücke ich immer Viereck, wenn ich ins Menü will? Das Heilkraut geht zu Neige. Oh, da ist jemand. Wer bist du denn? Auf deiner einsamen Insel da. Komme ich von da hinten ran? Okay. Bin gleich da, keine Sorge. Dann gucke ich mal, wie es dir geht. Ja, mit Geld scheißt ihr mich zu. Gib mir mal Heilmittel. Im anderen Dungeon haben sie mich wirklich... Da in der Höhle haben sie wie verrückt Heilmittel rausgeknallt. Da musste ich welche wegschmeißen. Und hier ist gar nichts mehr. Hier passiert gar nichts aktuell. Sie hat Feuer gezaubert, was war denn da los? Cheska, was hast du da gemacht? Hat sie irgendwas benutzt? Stille Wut, unterdrückte Wut, wandeln sie in Magie um, erhitzen Zustand für 3 Runden, Heiltropfen, Wasserschleier. Was hat sie denn da gerade benutzt? Einfach so. So, hallo, wer sind Sie denn? Was machen Sie hier mitten im Wald? Ah, hello. It's unusual to meet strangers this deep in the wood. Were you hoping to make camp here? Oh, no, just passing through. What are you doing here? At the moment, warming myself by this fire. Suppose that goes without saying. My name's Giran. You won't have heard of me. As mages go, I'm not even worthy of a footnote. I lean toward practical, wieldy magic. By definition, the magical arts defy reality, and yet there's an expression. The mystical and the mundane are two sides of the same coin. To me, it's more than a saying. It's what I seek to epitomize. And that's why I'm out here, bettering myself as both a survivalist and a mage. Mm-hmm. Wow, that's so inspiring. Inspiring? You're the first to say that. Mm? It's all right. We both know that if you want to be a mage, you need to master the mystic arts. No two ways about it. The truth is, I wasn't born with the talent. And since I can't compete with those who have it, I've made up for it through hard work and years of study. Still, I think there are potential applications in the world for the way I approach magic. If you can't compete in the market, create a new market, right? Das ist richtig, da hat er recht. Versuch einen neuen Markt zu eröffnen, wenn du auf dem anderen nicht konkurrieren kannst. Makes sense. Although you hardly look like someone who's lacking for talent. Nice of you to say. Still, I came to this land looking for something. And half a year later, I'm no closer to finding it. It's called the Rune of Conservation. They say monsters are more likely to have it out here in the world's harsher, less survivable places. Mm-hmm. Well, why don't I help you look? You? Oh, I wouldn't dream of asking. Was war die Rune der Bewahrung? Muss ich mal aufschreiben.
I know. But now that I've heard your tale, I want to help. And once I get that idea in my head... Well, if you're sure, then I'll take you up on the offer. What's your name? Noah. Noah. All right, Noah. Let me know if you find that rune of conservation. Habe ich die schon? The object I'm looking for. Nee. Das wäre lustig, wenn die jetzt einfach in der Kiste drin gewesen wäre. Rune der Bewahrung. Also sollen die Monster hier draußen mit sich rumtragen? Also wenn, muss das doch irgendein Monster droppen, vermute ich. Wenn er das schon so anspricht. I have to be brave. Oh, 4 Stück von denen. I have to. Die sind auch so verdammt schnell, ey. Und machen so verdammten Schaden. Und der verfehlt auch noch. Ja, sind halt fliegende Dinger. Da bräuchte man jetzt... Ja, die benutzen eine Feuerrune oder sowas. So eine einzelne. You had this coming. We cleaned right up. Das ist meistens so, wenn man neue Gebiete erreicht. Da hast du recht, ja. Da gebe ich dir recht. Heilkraut. Wie nett. Ah, sie hat auch wenig HP, ne? Kann ich ihr was geben? Sie hat die Gegengiftperle, dann gebe ich ihr einfach mal... Den hat er bekommen mit HP 30. Den kriegt sie einfach mal. Weil sie kann den besser gebrauchen, mit ein paar HP mehr. Sind, glaube ich, nicht schlecht bei ihr. Komm, Sprintstiefel, damit es ein bisschen schneller geht. Das war's schon. Aber Rune der Bewahrung habe ich noch nicht. Vielversprechendes Ei, gewöhnliches Ei. Rune der Fähigkeit. Oh, da ist noch was. Bauholz. Gehen wir mal tiefer in den Wald. Der große Wald. Lässt mich speichern. Sieht nicht so kompliziert aus, das Gebiet. Muss nur gucken, dass ich nicht zu blind hier rumlaufe. Dass ich die Sachen auch noch sehe, falls da was liegt. Ja, die fliegenden Dinger sind gefährlich. Vor allem, weil sie auch so schnell angreifen. Oh, schon wieder schlafen gelegt. Die gute. So long. That was a breeze. I just keep getting better. Für Noah wurde eine neue Rune freigeschaltet. Okay.
Good to know. Ah. Oh Gott, bin ich schlecht, ey. Auf jeden Fall hier nochmal gucken. Oh, was ist das denn? Huh. What's this weird looking thing? Frage ich mich auch gerade. Nee, Sir. Don't touch it. Das. Was haben wir gemacht? How far did that thing launch us? Ach so, es schleudert uns hin und her. Hartschuppenband. Das bekommt auf jeden Fall sie, damit sie mehr Verteidigung hat. So, das war's, ne? Also das katapultiert uns weg. Okay, gut zu wissen. Sieht ein bisschen eklig aus. Weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Vier Wölfe. Einundsechzig Schaden. Ach ja. Das tut weh. Vier von den Dingern sind echt nicht... schön. We're done here. I thought it would be more difficult. Are you impressed yet? You should be. Heilkraut geht zur Neige. Francesca, da musst du heilen. Wenn gleich nichts mehr geht. So, ich muss wahrscheinlich hier hinten hin, ne? Hier so runter. Da ist schon so ein Spuckding. Yikes. Oh, er hat einen Kettenschlag. Ein Angriff gegen einen Gegner, der wenig... Also, Flintenstich. Stille Wut. Aber oh, die brauchst du ja erstmal. 5 SP. Mach schon mal auf dich selber. Heil dich schon mal selber. Weil du kriegst eh auf den Sack.
Macht mal einen Autokampf. Sollte reichen. Immer gerne doch. Wiederbelebungsmedizin, weil ich ja davon noch nicht genug habe. Ja. Heilmedizin wäre besser. Heilkraut. Oder sowas in die Richtung. Halskette. Hier hat er mich jetzt hingespuckt. Warte mal. Wie komme ich jetzt da oben hin? Was übersehen haben, irgendein Spucker. Ich muss eine Ebene hoch. Let's do this. Oh, da ist ja ein neuer Gegner dabei, cool. Das ging nochmal gut. Ich habe noch nichts weiter gesehen hier gerade. Ich kann hier hochlaufen. Ach, da geht's noch hoch. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist ein Spooky. Spooky-Schleuder-Ding. Da kommt noch ein normaler Gegner, den ich hassen lerne. Hoffentlich nicht. Ich habe nichts mehr zum Heilen weiter. Hier gibt es alte Saaten. Menschenfressende Pflanzen. Menschenfressende Pflanzen. Das ist nicht so cool. Das wäre cool, wenn ich mich noch heilen könnte. Das war doch schon mal. Das war doch schon mal ein Bossgegner. MP. Mein Gott, Alter, heilen ist aber auch sehr teuer. Mal gucken. Ja, nicht so gut aus, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe eigentlich auch viel mit Items geheilt, aber habe ja aktuell keine. Das ist das Problem. Weil Items heilen besser. Die stellt MP her, das habe ich auch schon, okay. Machen wir es so. Oh, er greift aber ordentlich an. Ah, der kontert physische Attacken, habe ich das Gefühl. Okay, wenn der der kontert jede Rotze. Ich hatte in der Story an der Stelle, da kamen mehrere Kämpfe hintereinander ohne Pause. Das habe ich gerade so geschafft, weil mit Mana und Items ausging. Das war eine Stelle, wo ich sehr erleichtert war, als ich da durch war. Ja, das ist halt immer so die Sache, wenn man nicht weiß, dass sowas kommt. Und man ist nicht ideal ausgerüstet. Das sieht gerade sehr schlecht aus. Wenn das Ding alles so wegkontert... Jeden Angriff. Wie soll man denn da vorwärts kommen? Mach es mal so, ja. Und wir hoffen, dass wir Schaden knüppeln ordentlich. Das ist wirklich bad, ja. Uralte Saat, ja, cool. Cool, cool. Ich glaube, dass es hier vorbei ist. Ich glaube, dass ich noch einmal komplett zurück muss, um mich irgendwie mit Items einzudecken. Weil die haben dir ja hier keine Items weitergegeben. Das ist halt eklig. Gott, Francesca ist ja auch gleich. Ach, leck mich. Das wird eh nix. Not good.
Das ist sehr bad, was hier passiert. Oh Gott, man hat es irgendwie geschafft, cool. Rune der Bewahrung habe ich bekommen, cool. Mal sehen, wann ich die abgeben kann. So, ansonsten muss ich jetzt mal heilen hier. Ach, das ist eine Welle. Die heilt bei allen Verbündeten. Deswegen ist das so teuer. Gut, das hätte ich mal wissen müssen. Ich muss mal richtig lesen. Richtig lesen ist der Schlüssel zum Erfolg. So, Dorf der Baumhirten, da sind wir. Ja, der Autokampf ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Der macht genau das Richtige für dich, weil die sich auch gegenseitig beschützen und die Attacken abfangen und so halt mit den letzten paar HP noch irgendwie über die Runden kommen. Also ich war sehr erstaunt, dass es gerade noch geklappt hat und dass die doch noch so gut reingehauen haben. Are we here? Aye, sir. Tis my village. I cannot wait to introduce you to everyone. Not one more step, cowards. Ach, da ist er doch. Wir treffen aufeinander. What? Come and say that to my face, or I'm gonna come over there and tear yours clean off. Also, ich muss ehrlich sagen, Francesca ist mein Lieblingscharakter bisher. Identify yourselves. Die wird nur bis zum Ende in meiner Truppe bleiben. Allein, weil sie die Leute so anpöbelt. Wait, you think we're Imperials? Nee, stop! These are my guests! They saved me! Kalathor, you have returned! And just in time! Der Baumhütte Grauzweig. Why? What has happened? Ich finde die auch mega lustig, deswegen, die ist einfach, das ist ein klasse Charakter und dass der so früh im Spiel schon vorhanden ist, ist einfach mega gut. Deswegen wird die bei mir, glaube ich, auch bis zum Ende drin bleiben, weil ich sehen möchte, was die so raushaut für Lines. Dendriark, someone has, you must come see, quickly. Dendriark. Dendriark. I don't understand. Ich auch nicht. What happened? Some real nasty types came here to steal one of the village's hidden treasures. Hey there, little guy. We're still piecing together the details, but the MO scratches an old memory. So who are you then? You don't look like tree folk. I'm Marissa. We're guardians. Our duty is to protect the rune barrows in the Great Wood. We came here to track down a friend who bit off more than she could chew. Found all this instead. Ja, vom Regen in die Traufe halt, ne? That's all right. You had no way to know. Also, this is our first time here, so technically we are outsiders. Who
Who's this friend of yours? Ja, als sie sich gegen diese drei Männer da durchgesetzt hat und denen da so richtig die Meinung reingeprügelt hat oder ihr die Meinung gesagt hat, da war sie auch gleich im Herzen bei mir drin. Da habe ich mir gedacht, wir wären super Freunde. Du gehörst in mein Team. Zudem ist sie noch Heilerin. Perfekt. Was willst du denn mehr? Ooh, a real piece of work. Maybe all you Northerners are her speed. She's got this thing she says. I live for antiquity. Huh? Ah, ist doch seine Schwester, oder? And what's her other thing? Oh, yeah. The runes smile on me because I'm the luckiest girl alive. Wait. You know Lean? Doch, die Schwester. Ha. Huh. She's my little sister. What? Oh. Don't worry, the healing magic has taken hold. Lilowin! Poppy! Der graue Zweig, der sieht ja auch gut aus. How is she, Elwi? Resting? She pushed herself too hard this time. I'm sorry about all this, Marissa. It's hard to believe my sister is involved, but from what you said, it has to be her. I'm just glad she's safe. Uh-huh. And you must be the brother she mentioned who can't keep his nose out of other people's business. Clearly she was spot on with that assessment. Huh? You came all the way out to Treefolk Village because you just had to help, right? Hm. Schon ein bisschen, ja. Right. The Dendriarch told me what transpired. And? The rogues who attacked him were after the Rune of Proven Verdure, a treasure bequeathed to the Dendriarch. Mm-hmm. Is that the one that... Aye, 'tis related to what you call rune barrows, which we treefolk know as the Proving Grounds. Das Prüfungsfeld. Eieiei. Da sind die Bösewichte. It seems the proving grounds demand a little more proving. After you, my imperial minion. Not a chance. Now, are you going to use that thing we stole, or just lug it around? Impressive. If we play this right, the second primal lens will soon be ours. Just imagine the powers it will confer. His mightiness will be most pleased indeed. The Dukes doesn't want powers, just a bigger scepter. True. But also such an ugly way of putting it. Shall we carry on, my lady of the conclave? The path is yet long. Oh. Ich würde vermuten, Lean. Du bist es. Ach, kleine Schwester. So you think they're targeting the barrows? The proving grounds, aye. They stole the Dendriarch's rune so they might bypass the trials put in place to keep non-treefolk at bay. Yet
yet that selfsame rune is what preserves the Dendriarch's life. Without it. Will you aid us, brave guardian? Ay. I'll capture those rogues and get your rune back. Protecting the barrows is a guardian's duty, after all. Nur Ärger. This whole rummaging around the barrows thing has the name of a certain imp I know written all over it. Are we? You in? Wish I could say yes, but... It's okay. Stay with Lilowin. Probably best you're here in case the attackers strike again anyway. Noah, can Lean's meddling brother be talked into joining? Auf jeden Fall. Bin dabei. My arm. I've got a sinking feeling we're gonna find her there. Yes, these proving grounds sound like something she'd be very interested in. So, we agreed on joining forces? Works for me, mate. Who be? Follow me, if you would. I will lead the way to the proving ground. Aber erst möchte ich meine Vorräte aufstocken, bitte. Let's go, Poopy. 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 Ah, die Runenlinse Stille Wut. Die ist in langen Kämpfen auch nicht zu unterschätzen. Die muss ich mir nochmal genau durchlesen, was die macht. Die Stille Wut von der Francesca. So, wir brauchen Marisa und Garou. Sie ist mittel. Really? You're gonna be sorry. Und Garou ist bestimmt Nahkämpfer, oder? Ja. Tödlicher Tanuki. Putting General Kogan on the rear guard. Clever thinking. Ja, muss ja. Gar nehme ich mit Garou. Nova muss ja auch mit Francesca zum Heilen. I'm here when you need me. Nee, du musst ja mit, aber ich würde gern wissen, was du kannst. Let's go. Oh, baby. Ah, da. Rune des Windes, alles klar. Huge. Ich werde keine Last sein. Verlasst euch darauf. Oh Gott, leck mich, Alter. Kann ich hier noch ein paar Bäume rekrutieren? Erstmal... Das ist ein Handelshaus. Na, ich will ins Handelshaus. Da ist ein Runenladen. So, er kann erst wieder ab Stufe 28. Die Rune der Verteidigung. Detail, stille Wut. Unterdrücke Wut, wandle sie in Magie um. Im erhitzten Zustand für 3 Runden. Kosten 5 SP. Die Texte sind halt sehr knapp beschrieben und ich muss einige Sachen erst ausprobieren, um zu sehen, was die genau machen. Ich muss aber leider gleich weg. Elternsprechtag bei meinem Sohn. Frechheit. Nein. Alles gut.
das ist halt so, man muss sich auch irgendwo alleine ein bisschen durchkämpfen und ausprobieren. Und ich glaube, dass das Spiel auch darauf ausgelegt ist und das genau von einem möchte, dich halt nicht an die Hand nimmt, so wirklich an die Hand nimmt und dir alles zeigt, sondern du ausprobieren sollst. Gerade auch mit den ganzen Helden, du sollst dich irgendwie ausprobieren, um für dich halt deine Kombination zu finden, auch was Fähigkeiten und alles angeht. Also ich finde es in Ordnung, man muss es halt wirklich gucken und testen. Es ist nichts Schlimmes dabei. So, von den anderen kann ich gar nicht gucken. Okay. Elternsprechtag, Mensch, das ist, dann hoffe ich, dass da nur Gutes bei rauskommt beim Elternsprechtag, weil das kann auch mal schnell unangenehm werden. Aschenputtelskript. 30.000. So, potenzielles Heilkraut. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das nehme ich mal 5 Stück mit. Knallertor, Schuppenhelm. Schuppenrüstung. Für Francesca. Schuppenrüstung würde ihm mehr Schutz geben. Auf 102 hoch. Kann man machen, denke ich. Schuppenhelm. Schuppenhaube, das ist doch was für ihn. Dann mache ich das noch. Zack. Das können wir verkaufen. Ah, ja, sowas ist kritisch. Kann da leider nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich habe keine Kinder, also in Erziehungsfragen bin ich überfragt, oder in die Sachen muss ich noch, bin ich überfragt ein wenig. Ich arbeite nur ein bisschen im pädagogischen Bereich und finde das sehr schwer mit Kindern oder Jugendlichen zu arbeiten. Noten sind ja auch immer nicht alles, ne? Das muss man ja bedenken. Da sind so Sachen wie Sozialverhalten auch viel wichtiger und das muss halt leider auch stimmen. Also es muss halt so ausgewogenes Sozialverhältnis sein, aber es ist eben, ja, wie will man das hinbekommen, ne? Ich weiß, ich war in meiner Jugend, war mein Sozialverhalten auch nicht das Beste in der Schule. Das weiß ich, dass mein Sozialverhalten auch nicht das Beste war. Aber was will man machen? Aus mir ist auch ein bisschen was geworden. Also irgendwann fängt sich das vielleicht auch von alleine. Naja, mit eigenen Kindern ist es immer leichter als mit fremden Kindern. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich bin ja immer nur jemand, der
was alles aus der Außenansicht sieht und dann so quasi seinen Senf immer noch mit da reingibt bei den Jugendlichen. Wobei ich gar nicht mehr so viel mit Jugendlichen arbeite, sondern jetzt mehr mit Erwachsenen. Worum ich auch echt ganz froh bin, weil Jugendliche, das ist schwierig. Vor allem, wenn man dann noch sich da irgendwie bei den Eltern mit einmischen muss. Oder nicht einmischen muss, aber dann halt sich mit den Eltern noch auseinandersetzen muss. Und das kann schon ab und zu sehr undankbar sein. So, lass mal hier nochmal schlafen. Schön, habe ich Mist gebaut. Die meisten Sachen weiß meine Mutter bis heute nicht. So muss es sein. Das kenne ich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut, dass du auch so lange dabei warst, mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Elternsprechtag, dass das nicht so unangenehm wird, sagen wir es mal so. Genau, also mach ich gut. Viel Spaß. So. Eigentlich alles erledigt. Dann kann ich... Wie geht's denn hier weiter? Ist wahrscheinlich noch weiter runter, oder? Verwirrend hier. Naja, muss ich doch. Hinten gerade durch, Mensch. Das ist immer ein bisschen versteckt. Lauf hier nicht herum, wenn du keinen guten Grund dafür hast. Ey, ich habe einen sehr guten Grund dafür. Ich rette euch den Hintern mit. Follow this path to the proving grounds. Go with them, Kalathor. Without the rune, they will need a tree fork to guide them through the trials. The Dendriak asked, it be you. Hm. He chose me. Truly. Der Auserwählte. Kindly look after Kalathor. I am told the Proving Grounds trials can be quite vexing. Hm, so they say. But I know a fair bit about the Barrows. I'll get us through. Guardian, check. Nosy but capable outsider, check. Yep, we're good. You ready, Kalathor? Aye, sir. Hat er sich ein bisschen verändert, der gute Garou. Der war mal ein bisschen schnippischer. In der Vergangenheit. Weg zum Prüfungsfeld. Let's see, was es bereithält. Du bist also Leans großer Bruder. Sie hat noch nicht genug Probleme, wie? Aber sie ist meine Familie, ich mache mir Sorgen. Verstehe, Familie, wie? Ich mag dich langsam doch, großer Bruder. Warum sollte man mich auch nicht mögen? Bin mega sympathisch. 10 Stunden drin. In diesem Spiel. Wenn man sich hier durch die Pilze durcheiern. Ja, Wasser. Gott. Monster auch noch. Oh, leck mich doch, Alter. Was ist das denn? Mach mal Auto. Cool. Die Gegner sind alle schneller. Das war ordentlich. Und das heilt noch gleichzeitig. Leck mich am Poppes. Aber das muss doch richtig Mana gefressen haben. Ja. Das hat ordentlich Mana gefressen. Aber es war eine richtig heftige Attacke. Meine Fresse.
Auch Wasser. Oh, Kiste. Kiste muss mitgenommen werden. Bakwa. Wieder ein bisschen Bakwa. Yikes. Schon wieder, ey. Haut die wieder so einen Angriff raus. Da ist das Mana aber bald leer dann gleich. Das ist krass. Aber die sollte man vielleicht nicht so sehr rausspammen. Nimmt sie wieder. Last one. That doesn't even count as exercise. Wunderbar. Ne, hier ist nichts weiter, okay. Darf ja keine Schatzkiste verpassen. Doch, da war eine. Nochmal 105. Und Ressourcen. Alles muss mitgenommen werden. Da hinten sind nur Ressourcen. Oh, nee, ey. Guck mal, die Attacke kann sie jetzt noch einmal machen. Und dann ist Schicht im Schacht. Zweimal auf Francesca, das ist einfach nur mies. Dass ihr meine Francesca so angreift. Hiya! Wow. Ah, der Automodus ist was ganz Feines. Ey, geht doch ganz schön auf meine Francesca, Alter. Ihr seid so solche miesen Gestalten. Kann ich nicht gutheißen. Die arme Francesca. Aber ich habe ja ein bisschen eingekauft, zum Glück. Zum Glück habe ich etwas eingekauft. So, this is it. The Rune Barrows / Proving Grounds. Aye. They look just like the stories. Tree folk come here to seek the blessing of the lens. The Dendriarch himself overcame these trials before setting down his eternal roots. Blessing of the lens, huh? No one is certain why the rune barrows were created. Some, like the ones here, serve as tests. Others are designed to conceal secrets. And nearly all the barrows are rigged with tricks and contraptions that draw from some kind of rune lens. You sure know your stuff. What did you call yourself again? A guardian? Mm-hmm. Yes. We guardians exist to study and explore the barrows and protect them from defilement at all costs. Can't have scoundrels digging through them for golden treasure now, can we? That'd be real bad. I was born in their cradle and raised to be their protector. But what I love most about the barrows is that certain crackle in the air. Sounds like Lean's not the only one who lives for antiquity. Perhaps. Except for me, the barrows are my second love. Dessert comes first, but that's enough time wasted. See these marks? The store has been moved, which means our prey is inside. Ah, die Beute ist drin. If you would. Aye, very well. Los, mein kleines Bäumchen. Leg los.
marks the beginning of the trials. Do tread carefully, sirs and madams. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.